Und ein Zweifamilienhaus für für Bäcker und seinen Träger und auch für den Bierbrauer und seinen Träger. Mit wem muss ich dich noch in ein Gebäude stecken? Muss ich dich... Ich könnte dich auch in ein Dreifamilienhaus mit dem Bierbrauer stecken. Ja, das würde am meisten Sinn machen, denke ich mal. So, die Schule ist auch fertig. Du hast Holzfäller. Werkzeugschreiner kommt dann hier hin. So, Bernie erntet den ersten Weizen. Das heißt, Bernie kann Müller werden. Und du hast Hunger, also müssen wir dich erstmal zurückziehen. Dass du im Hauptlager was essen kannst. Okay, du hast Jäger erfunden, das ist gut. Weil du bist gleich auf 0, oder? Du bist auf 0, ja. Jetzt zum Glück nicht mehr. Das heißt, ich muss dich da erstmal satt essen lassen. Ja, will. Hört. Vorstaut. Und ich fürchte, du wirst hier im Süden keine Nahrung finden. Ja. Ja. Hört. Vorstaut. Ja. 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 Gut. So. Ja, will. Ja, sind nämlich hohe Berge im Weg, okay. Gut. Jo. Gut. Auch interessanter Map-Übergang. Jo. Hier mit dem. Weil hier ist das Map-Ende, sonst würde er noch was aufdecken. Werkzeugschreinerei, Zweifamilienhaus, gut. Das heißt, ihr beide könnt schon mal da einziehen. Und der Jäger heiratet. Oh, Nahrung, sehr gut. Ja. Okay, wir haben unsere ersten Verheirateten. Ja, die kann auch mal schnell heiraten. Na gut, ihr müsst erstmal Nahrung reinschaffen, bevor wir an ein Kind denken können. Lehmarbeiterzelt, baue gleich mal eine Töpferei. Noch hier hin. Jo, ja, will. Vorstellt. Hört. Ah, du? Bau mal einen Wegweiser. Hierhin, das dürfte noch von der Reichweite reichen. Ja. Ja. Oh, du bist noch ein Bjarni. Ja. 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 Oh, Bärenbüsche. Ja.
Einer wenigstens. Sollte dich kurzzeitig ein bisschen satter machen. Beziehungsweise ein bisschen weniger hungrig. Ah, noch ein Bärenbusch. Und ja, ich muss auf jeden Fall eine Route hier unten lang machen. Okay. Zu nah an den Indianern, zu nah an den Indianern. Gut, Töpferei ist hergestellt, das heißt du. Töpferst jetzt mal. Ein Steinmetzzelt können wir auch gleich bauen. Hier hin. Gut. Ich brauche dringend Frieden, also Neutralität mit den Indianern. Sonst ist alles andere zum Scheitern verurteilt. Oh, da ist Kartenrand. Okay. Das heißt, ich kann auch auf der Seite irgendwo lang gehen und gucken. Aber die Nahrung ist schon mal tabu für mich. Oh ja, unser Holzfäller. Stellt jetzt Holzwerkzeuge her. Und da kommt schon die Nahrungsknappheit. Ich brauche das Mehl ganz dringend. Ja, jo, jo. Ich meine, ich brauche ganz dringend einen Bäcker. So. Du bist hungrig, ja, ist verständlich. Dann isst du mal hier eine kleine Portion. Hey, wir haben Gold gefunden. Da bringt uns das Gold leider nichts. Wo sind meine Bauarbeiter? Ernsthaft, wo sind meine Bauarbeiter? Scheiße, Olaf ist am Verhungern. Nein, nicht Bäcker. Müller. Ja.
Ja, baue mir so schnell wie möglich die Bäckerei auf. Ich brauche die Bäckerei. Das Essen ist direkt vor deiner Nase, ist es bitte. Ich weiß, dass ihr hungrig seid, aber was soll ich machen? Ihr müsst mir die Bäckerei schnell bauen. Oh, hier unten ist noch ein bisschen Essen. Du bist fast voll, also werd Bauarbeiter und bau. Ich weiß, dass ihr Hunger habt, aber wir brauchen die Bäckerei dafür. Ich glaube, dank unseres Bäckers werden alle draufgehen. Wo zur Hölle willst du hin? Da ist direkt vor deiner Nase Nahrung. Weißt du was? Ich mache dich zum Kundschafter. Lass dich da hinten voll futtern. Bäckerei ist fertig, gut. Ich brauche nicht Olaf. Auch nicht Sven. Erstmal dich da hinten zum Essen schicken. Auch nicht unseren Töpfer. Mann, welcher ist es denn jetzt? Dich da. Als Träger. Ich weiß, dass ihr alle hungrig seid. Wo willst du hin? Du sollst essen. Sag bloß, die Büsche sind unerreichbar. Die Büsche sind unerreichbar. Mach dir doch einfach schnell selber Nahrung. Ihr alle.
Ja, wie?